Wir tauchen ein in den Ringelnatzkosmos und öffnen Koffer mit Turngedichten, Seesäcke mit Kuddeldaddeldu und Hochseekühen, Schubladen mit Briefen, dem Leben von Ringelnatz immer auf der Spur, seinem Witz, seinem Scharfblick, seiner Zeit, seiner Sehnsucht, seiner Trauer, seiner Wut, seiner Liebe. Joachim Ringelnatz starb 1934 völlig verarmt an Tuberkulose. Gleich nach 1945 jedoch wurde er bekannt und sehr beliebt. Seine unstete Existenz und seine dadaistisch bis surreal anmutenden Texte haben einander auf eine poetische Weise bedingt. Noch solchen Brecher, dann saufen wir ab. Hallo an Deck, schick deinen Mann auf die Ra. Den Pitt hat's erwischt. Wo steckt Maximilian Hagen? Ach, nun verflucht, was kümmert's mich? 4 Trillionen, 9 Billionen, circa 711 Milliarden, 5 Millionen, 18.112. Und ich könnte das erweitern. Bis in die Unendlichkeit. Die Badewanne prahlte sehr. Sie hielt sich für das Mittelmeer. Und ihre eine Seitenwand für Helgoländer Küstenland. Heute dünn, morgen dick. Das ist das weibliche Geschick. Den Unterschied von dünn und dick. Den sieht man auf den ersten Blick. Dicker. Die Nacht war kalt und sternenklar. Da trieb im Meer bei Norderney ein Swahili-Schnurrbarthaar. Die nächste Schiffsuhr wies auf 3. Doch es hat zuletzt zu schlecht gerochen. Und die Nase wurde blauer Saft, wo drin lange Fadenwürmer krochen. Nichts für ungut, das war ekelhaft. Wenn ich im Badeanzug bin und im Familienbade, geht die Erotik fort. Wohin weiß Gott? Wie schade. Und Weiber jederlei Gestalt, die lassen alle dann mich kalt. Ach ja. Ah, ich muss dir noch die Hauptsache sagen. All das haben sie mir gestohlen. Ich habe ihr Blut geschwitzt. Der Teufel soll Berlin holen, denn auch mein neuer Hut ist vertauscht. Maikäfer malen. Setze Maikäfer in Tinte. Es geht auch mit Fliegen. Zweierlei Tinte ist noch besser. Schwarz und Rot. Dieser Inhalt beeinflusst die sittlichen Auffassungen sowohl wie den Geschmack der Kinder in einem Sinne, der als durchaus verderblich bezeichnet werden muss und polizeilicherseits nicht geduldet werden kann. Nein, ich doch. Weitergehen, nicht stehen bleiben, rechts anschließen, Passwort zeigen. Du wirst mir vertrauen, später in Hose und Hemd. Mädchen wie du haben mir immer vertraut. Ich habe so Sehnsucht nach dir.
Weil alles so gut steht auf unserem Gemüsebeet. Und du bist in England, nicht hier bei mir. Frau heißt auf Englisch Wife. Ein männlicher Brief, Mark. Er lebte was Schönes, bevor er klebte. Er war von einer Prinzessin beleckt. Das hat die Liebe in ihm erweckt. Er wollte sie wieder küssen. Da hat er verreisen müssen. Wenn solch ein Anblick einen 6-7 Mal um einen Häuserblock spazieren treibt, zu sehen, wie der Mann dort stehen bleibt, andererseits aus Würde sich genieren. Da müsste etwas explodieren und ein Riese müsste sich erheben über sie und der wird jede Stufe der Unzucht durchmessen bis zur Papagei-Sodomiterei. Da wird hasardiert um unsagbare Summen. Da dampft es von Opium und Kokain. Wer hat zum Steuerbogenformular den Text erfunden? Ob der in jenen Stunden wohl ganz oder total war? Vierter Klasse wäre es noch mehr billig. Aber da käme ich später an. Und dann ist die Stellung vielleicht schon vergeben. Und dann sagt die Frau Bauratswitwe wieder, ich sei arbeitsunwillig. Und wovon soll ich dann am Freitag leben? Es soll niemand dabei sein. Aber tausende Fischlein begleiten dein Boot ein Stück des Weges. Aber du willst ganz frei sein. Aber ich bin schneller wie der und werde schreien, was ich nur schreien kann. Ein Lustmord in Ehren kann niemand verwehren. Die für heute im Curiohaus angekündigte Veranstaltung, auf der Joachim Ringelnatz aus eigenen Werken lesen sollte, wurde aufgrund § 1 der Verordnung zum Schutz von Volk und Staat vom 28. Februar verboten. Die Wellen des Meeres auf und nieder tragen mich und meine Lieder von Hafenplatz zu Hafenplatz. Ihr kennt meine lange Nase, mein vom Sturm zerknittertes Gesicht, dass ich so gerne spaße nach der harten Arbeit draußen. Versteht ihr das? Oder nicht?